Ja, willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich dir eine App, mit der du Geld verdienen kannst, indem du deinen Einkaufszettel fotografierst. Genau. Die App heißt Rebate Cashback. Kannst du einfach mal in deinem Play Store eingeben. Ob die für den App Store verfügbar ist, weiß ich an dieser Stelle nicht. Müsstest du mal nachgucken. Ja, was macht diese App? Ich habe es eben eigentlich schon gesagt. Du warst jetzt zum Beispiel einkaufen bei Rewe, sagen wir jetzt mal, und hast dann den Einkaufszettel, den fotografierst du einfach ab in der App und dann schickst du denen sozusagen diesen Einkaufszettel zu. Die vergleichen dann diesen Einkaufszettel mit Rabattaktionen, die gerade haben. Wie wir hier gerade zum Beispiel sehen, auf dem Beispielbild. Und dann, hier sehen wir dann auch, wie das eingescannt wird, und dann bekommst du Geld dafür. Das sind relativ große Summen, also letztendlich, klar, man bekommt jetzt nicht den ganzen Einkauf zurück. Aber da kann einiges zusammenkommen. Wir sehen hier immer so, ja, das sind hier 50 Cent, dann mal 30 Cent. Aber letztendlich, jeder muss einkaufen gehen. Also mindestens einmal die Woche, schätze ich mal, wird das bei jedem so sein. So ist es bei mir auf jeden Fall. Und warum sollte man dann nicht sich die, keine Ahnung, 2 Euro, 1 Euro zurückholen von einem Einkauf? Wir können das auch nochmal hier gucken. Ja, man kann das Ganze über PayPal und einer ganz normalen Überweisung auszahlen. Dann, ja, man muss halt ein bisschen gucken, was es für Produkte gibt. Also letztendlich ist es halt wie eine Werbung, wie wenn du zum Beispiel Werbeblättchen bekommst, nur dass du für die halt kein Geld bekommst, wenn du im Laden bist. Und das Coole ist, du kannst es halt wirklich hier dann ganz einfach per PayPal auszahlen lassen. Ab 6 Euro, glaube ich, bei PayPal ist es. Wir können nochmal nachgucken. Genau, PayPal ab 6 Euro und eine Überweisung ab 3 Euro. Also das Ganze geht schon echt schnell. Und wenn man das jetzt wirklich konsequent ein Jahr lang durchzieht und jeden Tag oder jede Woche da seine 30 Cent oder seine 1 Euro oder 40 Cent, je nachdem, was es halt für Aktionen hier abholt, dann kann sich das wirklich lohnen. Man wird damit wirklich nicht reich. Also das ist halt keine Methode, wie du wirklich Geld verdienst. Aber du holst ja auf jeden Fall Geld zurück. Wir sagen jetzt mal, dass das jeden Monat, jede Woche 1 Euro sind. Dann sind das 52 Euro, die man einfach wieder zurückbekommt. Ob das jetzt für den einen viel ist, für den anderen wenig. Ich würde sagen, es ist immer gut, wenn du etwas, was du sowieso machen musst, mit etwas verbindest, womit du Geld machen kannst. Und letztendlich, ja, man macht halt nichts, außer diesen Einkaufszettel zu fotografieren. Die App, die sucht sich da die Angebote selber raus. Und du bekommst dann da Geld, vielleicht sind es auch mal 2 Euro, aber letztendlich ist es Geld, was man sonst liegen lässt. Und wenn man halt für die 52 Euro da mal schön essen geht oder diese 52 Euro in Aktien steckt oder was auch immer, da kannst du damit machen, was du willst. Aber es sind 52 Euro, die du auf jeden Fall mehr zur Verfügung hast, indem du einfach diese App runterlädst und dann ja, deinen Einkauf fotografierst. Ja, insgesamt hat die App über 1100 Bewertungen und 4,5 Sterne, was extrem gut ist, gerade für Geld verdienen Apps. Die sind ja immer so ein bisschen verrufen, sage ich mal, gerade was im App Store oder Play Store angeht. Insgesamt hat die App Downloads über 100.000, also vertrauen kann man denen auch und weiterentwickelt wird sie auch, wie man hier sieht. Ja, letztendlich ist es ein Cashback-Programm, aber wenn du irgendwo einkaufen gehst, ich glaube, die unterstützen letztendlich alle möglichen Einkaufsläden, dann lohnt sich die App, würde ich sagen. Ja. Wie gesagt, 50 Euro mehr oder weniger. Wir haben es jetzt hier nur ein Beispiel, waren es jetzt 50 Euro. Vielleicht ist es mehr, vielleicht ist es weniger. Kommt auch immer so ein bisschen drauf an. Aber ich würde es machen oder ich werde es machen auf jeden Fall, weil es ist Geld, was man sonst liegen lässt. Aber letztendlich muss es jeder selber entscheiden. Das war es jetzt erstmal mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.